Vor langer Zeit habe ich schon mal ein Video gepostet zum Thema Wurzelbrot und das Brot, das mache ich auch immer in den Kochkursen gemeinsam mit den Teilnehmern oder teilweise auch etwas in Vorarbeit, weil es natürlich eine Weile ruhen muss. Ich habe das Rezept nochmal etwas überarbeitet und zeige heute zwei Varianten. Einmal den Klassiker, aber mit einem anderen Mehl und anderen Bestandteilen der einzelnen Zutaten in der Kramaturgie und eins noch mit etwas Kartoffelmehl, um noch eine leicht andere Aromatik reinzubringen. Bei der ersten Variante brauche ich erstmal Wasser und da nehme ich 270 Gramm. Das Wasser ist einfach zimmerwarm, also oder minimal handwarm, so könnte man es auch sagen. Wichtig ist nur, es darf nicht zu heiß sein, denn wenn ich über die 32 Grad gehe mit der Temperatur, dann kann die Hefe nicht richtig aufgehen. Und das ist eine sehr schnelle Rezeptvariante, deswegen verwende ich Zucker und Hefe und das beides auch jeweils mit 10 Gramm. Und hier darf es mal ein halbes Gramm mehr oder weniger sein, das ist überhaupt gar nicht tragisch, das macht also nichts. Und jetzt nehme ich die Zutaten und verrühre die erst einfach nur mit einer Gabel. Und anschließend kommt Mehl dazu. Ich verwende jetzt hier kein 405er, sondern ein 550er Weizenmehl. Das geht einfach noch ein klein wenig schöner auf. So empfinde ich das zumindest. Deswegen verwende ich das Mehl auch gerne, wenn ich Brioche backe für einen Burger oder für andere Brotsorten oder eben auch für ein französisches Baguette. Da sind es jetzt 350 Gramm. Damit mir der Teig etwas fester noch wird, gebe ich noch 25 Gramm Semola dazu. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei dem anderen Rezept nicht. Also habe ich in Summe 375 Gramm Mehl, 270 Gramm Wasser, 10 Gramm Hefe und 10 Gramm Zucker darin. Jetzt fange ich auch einfach an, nur mit der Gabel hier diesen Teig mal umzurühren. Man muss also gar nicht lange kneten und bewegen. Das geht relativ zügig. Und wenn das Wasser das Mehl so etwas schon angenommen hat, dann mache ich noch 10 Gramm Salz dazu. Und jetzt nehme ich den Teig wieder und rühre einfach dieses Ganze hier einmal ordentlich durch. Guck auch, dass ich die Reste vom Rand schön löse. Und so lasse ich diesen Teig jetzt ruhen. Da auch ein Trick. Ich lasse ihn ruhen in einer separaten Schüssel und die streiche ich jetzt nicht mit Öl aus, wie ich es früher immer gern gemacht habe, denn das hat den Nachteil, dass wenn ich die ausöle, das Öl mit der Zeit nach unten läuft und wenn ich den Teig rausnehme, dann habe ich viel Öl dran und kann das Brot später oder die Wurzel nicht so schön falten. Aus dem Grund nehme ich etwas Butter und da reicht wirklich sehr, sehr wenig und die nehme ich dann mit einem Pinsel, ähnlich als würde ich jetzt hier irgendwie eine Kuchenform auspinseln und streiche die Butter richtig schön am Rand aus, denn die wird nicht so flüssig dadurch. Ich brauche deutlich weniger von dem Öl oder von dem Fett und so kann ich einfach diesen Teig da drin richtig toll gehen lassen und er verklebt mir nicht so sehr am Rand meiner Schüssel. Diesen Teig nehme ich dann einfach nur, mache die Gabel einmal kurz etwas sauber, ziehe hier am Rand nochmal den Teig schön ab und setze mir das jetzt hier in meine eingefettete Schüssel rein. Und so lasse ich diesen Teig 2 Stunden bei Zimmertemperatur ruhen oder gehen. Da nehme ich jetzt aber kein Küchentuch, sondern einfach nur einen Teller, setze den drauf und vergesse das Ganze für 2 Stunden. Wenn man mehr Zeit hat und das Ganze schön vorbereitet und einplant, dann kann man natürlich auch die Hefe und den Zucker deutlich reduzieren. Dann muss man eben einfach die Gehzeit verlängern. Da reichen 2 Stunden nicht. Wenn man es mit 5 Gramm arbeitet, sollte man circa auf 4,5 bis 5 Stunden gehen und dann eben auch immer etwas kontrollieren. Der Teig sollte so etwa mindestens ums Doppelte aufgehen, wenn nicht so ums 2,5-fache. Und dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Teig. Ich starte auch wieder hier mit der gleichen Menge an Wasser, also mit 270 Gramm. Denn jetzt mache ich ja noch die Variante mit der Kartoffel. Auch hier wieder 10 Gramm Hefe und 10 Gramm Zucker. Dann wieder alles schön miteinander verrühren.
Dann kommt auch wieder das Mehl dazu. Jetzt aber keine 350 Gramm, sondern nur 330 Gramm. Das hat folgenden Hintergrund, dass ich mit einem Kartoffelmehl arbeite. Und das nimmt sehr, sehr viel Feuchtigkeit auf. Und da muss ich vom Mehl etwas nach unten gehen in der Beigabe von der Menge. Nun schäle ich mir noch eine Kartoffel. Ich brauche für so ein Brot immer etwa die Menge einer halben Kartoffel. Da kann man jetzt eine mehlig kochende verwenden oder auch eine vorwiegend festkochende. Das überlasse ich euch oder eben dem, was ihr zu Hause habt. So bringen wir einfach noch mal etwas mehr Aroma, aber auch eine leichte Saftigkeit von dem Wasser, was in der Kartoffel drin ist, mit rein. Und die reibe ich jetzt mit einer feinen Reibe mit dazu. Und da kommen jetzt 50 Gramm mit rein. Und das, was ich jetzt hier habe, kennen hoffentlich nicht alle von euch, aber wahrscheinlich viele. Das hier ist das klassische Pulver, was man verwenden würde, wenn man aus natürlich zeitlichen Gründen alleine nur ein Kartoffelpüree nicht selber macht, wie es richtig geht, sondern zu irgendeinem Pulver greift und das dann mit Milch anrührt. Ich verwende das tatsächlich nie, außer zum Backen. Fürs Kartoffelbrot ist es ideal, weil so kriege ich um das Brot später auch schön diese kleinen Kartoffelflocken außenrum, die natürlich auch typisch optisch dafür da sind. Von diesem Kartoffelmehl gebe ich da jetzt nochmal 30 Gramm mit in diese Schüssel. Jetzt rühre ich wieder, auch einfach nur mit meiner Gabel, um die ganzen Zutaten einmal schön zu vermengen. Stell es nochmal auf die Waage und arbeite nochmal nach mit meinem Salz, hier auch wieder 10 Gramm. Und dann rühre ich diesen Teig auch noch schön zusammen. Und da merkt ihr auch gleich, dass der von der Konsistenz einfach viel, viel fester ist. Da die Kartoffel bzw. das Kartoffelmehl einfach ganz viel Feuchtigkeit nimmt, wenn es aufquillt. Der Teig darf jetzt auch wieder in eine Schüssel, die ich davor ausgebuttert habe. Und hier kommt dann auch wieder der Teller drauf. Auch 2 Stunden. Jetzt heißt es für mich Pause, etwas warten und wenn die Gehzeit vorbei ist, zeige ich, wie es weitergeht. Nach der Gehzeit sind meine 2 Teige richtig schön aufgegangen. Man sieht also, dass das richtig schön nach oben gekommen ist, der erste wie auch der zweite. Und diese 2 Stunden reichen bei mir eben genau, damit dieser Teig nicht zu hoch kommt und dann unten am Teller festkleben würde. Das ist einfach ein bisschen ein Erfahrungswert, der da mitspielt bei mir. Aber in der Regel, wenn man eine schöne große Schüssel hat, die hat so ja, knapp 24 cm Durchmesser, dann geht es wunderbar auf. Um jetzt mein Brot auszubreiten und zu formen, nehme ich hier erstmal ein Backpapier und auf das Backpapier verteile ich etwas Semola, also ein doppelt gemahlener Hartweizengrieß. Das ist einfach vorteilhaft, wenn man das Mehl hat und verwendet. Das nimmt man normalerweise, um Pasta herzustellen. Denn das verklebt nicht so. Wenn man normales 405er oder 550er nehmen würde, dann hätte man einfach den Nachteil, dass diese Mehlstückchen gerne verklumpen und dann hat man das Ganze wieder in seinem Brot drinnen. Das möchte ich nicht. Aus dem Grund greife ich zu dem hier. Ich verteile jetzt erstmal auf dem Backpapier etwas von diesem Mehl und darf man ruhig etwas mehr dazugeben. Dann schnappe ich hier einmal meinen Teig und gebe den jetzt hier einfach vorsichtig mit meinem Teigschaber auf das Backpapier drauf. Und hier kann man schon schön erkennen, dass dieser Teig deutlich feuchter ist als normaler Brotteig. Das ist aber normal so, keine Sorge, das soll so sein. Ich streue jetzt hier obendrauf auch noch mal etwas vom Semola, drehe mir das Papier einfach mal gerade vor mich, gehe hier an den Seiten noch ein bisschen hoch und jetzt rolle ich das leicht, damit das Brot etwas kompakter zusammengeht. Und dann gehe ich vorsichtig an den Seiten und forme das schon mal in die Länge. Und dabei ist wichtig, darauf zu achten, dass ihr auch immer etwas Mehl an den Fingern habt. Wenn ihr da rangeht und feststellt, das Brot oder der Teig klebt euch an den Fingern fest, macht nochmal Mehl dazu, denn sonst könnt ihr das nicht so schön formen. Als nächstes greife ich jetzt von hier unten drunter, ganz locker, also ohne das Brot zu verletzen, also das werdende Brot, und drehe das einfach nur so rum, um diese typische Wurzelform hinzukriegen. Das ist natürlich auch wieder etwas Übungssache. Ich bin mir aber sicher, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, klappt das wunderbar. Dann drehe ich es wieder um und werfe das einfach nochmal so rüber.
und das Ganze ohne viel Druck. Also ich gehe nur vorsichtig mit den Fingern drunter und bewege einfach mal so rüber. Und dann habe ich hier ein Backblech und setze das Ganze jetzt sehr vorsichtig um. Man kann es natürlich auch direkt hier drauf backen, aber das Problem ist einfach, dass das Mehl beim Backen dann auch eben sehr dunkel wird und ein bisschen, ja, sehr starke Röstaromen bekommt. Deswegen gehe ich jetzt hier vorsichtig drunter und lege einfach hier diese Wurzel schön auf dieses Backblech drauf. Das ist jetzt die Variante mit dem normalen Mehl, mit dem 550er. Wir haben ja aber auch noch ein Kartoffelbrot gemacht und das bereite ich etwas anders zu. Damit das Kartoffelbrot von außen auch eine richtig schöne Kruste bekommt und sich optisch auch unterscheidet, verwende ich jetzt hier nochmal das Kartoffelmehl und mache mit dem genau das gleiche wie gerade eben im Semola. Ich verteile es jetzt erstmal hier schön auf dem Backpapier. Und dann ist der Vorgang wieder genau das gleiche. Wenn ihr schaut, ich habe hier eigentlich den Teig komplett rausgelöst. Das spart mir auch wieder Arbeit, wenn ich dann meine Schüsseln sauber machen möchte. Hierauf kommt dann auch wieder etwas vom Kartoffelmehl. Ich nehme das Backpapier, drehe es einmal rüber, forme es etwas zusammen. Und hier merkt man jetzt auch schon, der Teig ist etwas kompakter, weil die Kartoffel eben einfach ein wenig mehr von der Feuchtigkeit aufnimmt. Und dann umschlagen. Von dem restlichen Kartoffelmehl gebe ich jetzt auch noch mal was hier auf das Brot drauf. Und so backe ich jetzt die beiden Wurzelbrote bei 220 Grad für 30 Minuten. Während dem Aufheizvorgang habe ich in die unterste Schiene auch noch ein Backblech reingegeben und das mit Wasser gefüllt. Das einfach, wenn der Ofen heiß wird, das Wasser leicht anfängt zu verdunsten. Und dadurch habe ich eine gewisse Feuchtigkeit in meinem Garraum, die sich dann zu Beginn erstmal auf dem Brot ablegt. Das ist ganz wichtig, damit es schön aufgehen kann. Wenn ich bei reiner trockener Hitze arbeite, verkrustet diese Oberfläche sehr schnell und dann kann das Brot nicht mehr so schön aufgehen. Wenn eine leichte Feuchtigkeit drauf liegt, dann hat das Brot die Chance, einfach etwas mehr aufgehen zu können. Und jetzt kann man schon richtig schön sehen, dass wir hier eine tolle Struktur haben durch das Eindrehen, verschiedene Färbungen und vor allem hier eben beim Kartoffelbrot auch noch diese Stückchen. Das sollte jetzt erstmal wirklich runterkühlen. Ich weiß, das sage ich öfters, man möchte das Brot am liebsten gerne direkt aufschneiden und dann mit Butter einfach nur etwas Salz drauf essen. Es ist genial, es schmeckt wirklich gut. Ihr tut euch aber selber wirklich den Gefallen, wenn ihr das nicht macht und das Brot auf jeden Fall für mindestens 1,5 Stunden so ruhen lasst. Denn es ist natürlich sehr heiß. Wir hatten 220 Grad im Ofen. Und wenn ich es jetzt anschneide, dann ist natürlich die Feuchtigkeit des Teiges drinnen. Und durch diese Verletzung des Brotes von der Kruste, die hier außen ist, verdunstet dann das heiße Wasser relativ schnell raus. Und wir brauchen die Feuchtigkeit auch im Brot. Denn hier außen ist das Ganze aktuell sehr knusprig. Und diese Feuchtigkeit, die verteilt sich drinnen und die verjüngt diese Kruste etwas, die bleibt draußen trotzdem richtig schön toll. Das andere ist, das Brot wird eben sehr, sehr trocken und macht dann nicht mehr so viel Spaß beim Essen. Deswegen tut euch selber den Gefallen, bleibt geduldig und lasst es einfach so für 1,5 Stunden mindestens stehen. Ich schneide es natürlich noch an nach der Zeit. Viele wollen jetzt nicht mehr weiterschauen, deswegen euch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr noch ein bisschen wartet. Zeige ich gleich, wie es von innen ausschaut. Man kann es jetzt gut sehen, hinter mir ist es deutlich dunkler geworden, das heißt, die Sonne ist untergegangen. Ich habe aber jetzt wirklich 2,5 Stunden gewartet, bis das Brot oder die Brote, meine Töchter würden sagen, die Bröter, ja, rausgekühlt sind. Jetzt geht es einmal darum, die anzuschneiden und da zeige ich euch einfach nur, wie das jetzt von innen ausschaut. Wir haben immer noch eine richtig schöne Kruste und hier ein richtig tolles Ergebnis, auch mit so einer leichten Luftstruktur. Das hier war jetzt das normale Brot und das mit der Kartoffel wird ähnlich ausschauen. Hier schneide ich auch einmal mittig durch. Es ist noch leicht warm und auch hier haben wir eine richtig schöne Textur. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken, beim Ausprobieren. Das lohnt sich wirklich und dieses Brot einfach nur mit ein bisschen Butter drauf, leicht ein schönes Meersalz, einen tollen Schinken oder Käse. Das macht mich wahnsinnig glücklich, einfach nur, mehr brauche ich manchmal nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.